Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän of Industry. Weiter geht's. Hier. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was wir mit dem Brenngas anstellen sollen. Auch hier müssen wir irgendwas bauen, das uns irgendwas gibt, ja, was wir benötigen. Frage ist halt gerade nur was. Ach, schön. Also wir hätten, tja, Wasserstoff könnten wir hier herstellen. Brauchen wir ein bisschen Dampf. Okay, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ah, ups. Okay, die Idee finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Also, wir nehmen hier den Heizkessel. Stellen den hier hin. Nehmen den Wasserreformer. Setzen den hier hin. Und haben dann Wasserstoff und Kohlendioxid. Aber für mich ist nur interessant der Wasserstoff. Und den Wasserstoff werden wir jetzt speichern. Und zwar in so einem großen, heftigen, dicken, fetten Tank hier. Müssen wir da einmal runter? Nein, müssen wir nicht. Können auch von unten dran. So. Und zwar müssen wir hier einmal umbauen. Was heißt denn hier Planungsmodus? Mach den Planungsmodus raus, Mann. Was denn für Planungsmodus? Wie kann ich denn das jetzt sagen, dass das bauen soll? Hilfe? Hä? Okay, ich habe noch nie mit dem Planungsmodus gearbeitet, man merkt es gerade. Geröll und Unrat entfernen. Aha, okay. Entschuldigung. Ich war wieder abgelenkt. Verbessern. Okay, verbessern ist es nicht. Wie kann ich denn jetzt aus dir... Wie kann ich dem denn jetzt sagen? Baue es. Ah, so. Okay. Einfach Anpause. Okay. Dann würde das wohl auch so funktionieren. Okay. gut. Wieder was gelernt. Und zwar, ich würde gerne hier einen Rohrverschacht dahin machen, der mir den Krömskrams nach hier verfrachtet. So. Und natürlich nach hier verfrachtet. So. Ich möchte gerne, dass du hier hingehst. Wir haben jetzt hier natürlich dann Kohlendioxid. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir mit dem Kohlendioxid gleich machen. Aber das ist Zukunft. Also was heißt, das ist nicht Zukunft, das ist halt gleich. Das ist halt gleich. So, dann müssen wir hier lang. Okay. Dann müssen wir das einmal verbinden. Das hier abreißen. So. So, was machen wir mit dem Kohlendioxid? Ich glaube, wir haben hier oben gar keine Anlage, um das aktuell zu. Doch, haben wir doch. Was erzähle ich denn da für ein Bullshit? Was erzähle ich denn da für ein Bullshit? Das ist doch sogar diese Linie hier. Genau. So, perfekt. Dann haben wir auch die saubere Umwelt weiterhin. Wir sind ja jetzt der Grüne.
Okay, wir machen hier mal alles aus. Bis auf den da. Okay, der kommt dann wieder hier dran. Ihm sagen wir jetzt, er hat die Priorität. Warum läufst du eigentlich noch nicht? Also, du hast noch kein Wasser. Oh, hier irgendwo Wasser? Da. Da haben wir Wasser. So. Okay, Wasser haben wir auch. Somit dürfte gleich das hier alles laufen. Das sollte jetzt aber auch schnell passieren. Müll läuft auch langsam wieder. Zwar schleppend, aber es läuft. Sehr schleppend, aber es läuft. Sollten wir hier vielleicht auch noch so einen Tank hinbauen? Also hier so einen Zwischentank. Einfach nur als Reserve wieder. Auch hier als Reserve. Falls wir doch irgendwo wieder Probleme haben. Und ich glaube, die müssten wir dann halt auch einstellen. Hier kommt ja jetzt zum Beispiel Müll rein. Abfall. Und hier machen wir eine Warnung. Wenn, melden, wenn, über 50%. Dass wir da einfach tatsächlich so eine kleine Meldung bekommen, falls wir da einfach irgendwas haben, was wir nicht haben wollen. So. Und du produzierst jetzt nach und nach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich glaube, ich würde gerne. Ja, dann okay, doch. Wir bauen es um. Wir bauen es um. Doch. Wir bauen es nochmal um. Sorry. Wir bauen es tatsächlich doch nochmal um. Und zwar, ich möchte den Tank hier gerne voll haben mit Brennstoff. Abbrechen. Warum möchte ich den Tank gerne voll haben mit Brennstoff? Eigentlich ziemlich einfacher Grund. Den Brennstoff brauchen wir für andere Sachen auch hin und wieder. Und deswegen würde ich jetzt gerne so machen, dass wir hier den Abzweig machen mit dem Teiler. Ja. Es wäre viel besser. Es tut mir leid, aber ich glaube, damit fahren wir auf jeden Fall besser. Wenn ich nämlich jetzt hier... Einen Augenblick, den machen wir da dran. Den machen wir... Müssen wir mal kurz überlegen, wo wir den dran machen. Den machen... Mann... Hier dran. Und dich machen wir hier dran. So. Hat den... du bist Priorität. Genau, du bist Priorität. Hat einfach den sonst haben wir so einen kleinen Beigeschmack. Er ist leer, wir brauchen aber Brenngas, unsere Reserve ist weg. Und das möchte ich eigentlich nicht. So. Ne, ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Okay. Gut, das ist... Lady, das reißen wir hier einmal ab. Hat mir der Müll drin? Interessant. Interessant. Okay, jetzt scheint aber alles wieder so ein bisschen in die Waage zu kommen. Auch die Werte sind wieder gut. Außer die Wartung 1 nimmt jetzt gerade ein bisschen ab. Warum nimmt die Wartung 1 ab? Warum nimmt die Wartung 1 ab? Also es darf alles abnehmen, aber die Wartung 1 ist eine davon, die niemals abnehmen darf. Was ist hier los? Wartung 2 sieht jetzt gut aus. Wartung 1 sieht aber nicht mehr so. Ah, okay.
Alles gut. Sieht alles noch gut aus. Sieht alles noch gut aus. Okay. Gut. Ja. Wir haben, glaube ich, gerade keine Probleme mehr. Also, doch haben wir, aber die prägen sich gerade nicht aus. Die prägen sich gerade nicht so aus. Okay, das ist nicht mehr viel. Das ist wirklich nicht mehr viel. Schön. Okay, also, wo sind wir stehen geblieben? Wir hatten jetzt hier als letztes Glas hier unten hergestellt. Die Glasproduktion haben wir ja hier oben, glaube ich, abgekappet gerade. Obwohl da immer noch Glas läuft, fällt mir gerade mal auf. Oh, warte mal. Hä? Was habe ich denn hier abgekapselt? Warte mal, irgendwas ist hier aber falsch. Hä, wo kommt denn das Glas her? Hä? Moment mal. Wo kommt das Glas her? Warum ist da ein Teiler? Weiß man auch noch nicht so ganz genau. Hä? Okay, das Glas sollte hier rein. Ja, aber warum sollte denn hier Glas rein? Brauchten wir das irgendwann mal? Also hier muss halt kein Glas rein. Okay, warte mal. Okay. Dann müssen wir das mal anders klären. Das kann hier nämlich dann komplett weg. Das kann ja komplett weg. Hey. Okay. Ich weiß nicht, was das hier sollte. Ich habe keine Ahnung. Und zwar, ihn wollte ich hier einfach eigentlich kurz cutten. So, dass das Glas hinten aus der Truhe genommen wird, beziehungsweise aus dem Hafen natürlich. Aus der Truhe. Also, dass hier diese 1250 Glas hier rauskommen. Das war jetzt eigentlich so mein Ziel. Auch die könnten wir eigentlich alle mal kappen, ne? Den hier. Weil im System ist auch so viel Plunder. Sorry, ich musste lachen. Wir haben hier einfach 1000 große Konstruktionsteile. Ich find's halt lustig. Ich find's halt wirklich lustig. So, das können wir abreißen, das und das. Ich guck mir gerade mal an, wo das hingeht. Das geht hier hin, alles klar. Dann könnten wir Papier auch komplett wegreißen. Heißt also das. Dann auch weg. Das und das könnte dann auch weg. Guck mal ganz kurz weiter. Ob wir hier irgendwas noch haben, was wir dann damit abreißen können. Warum ist der jetzt nur bis hier hin? Dann kann das hier nämlich auch weg. Ja, wir versuchen die ganze Zeit noch so ein bisschen einzudünnen, aufzudünnen, dass wir das hier irgendwann mal komplett neu bauen können. Erde, wo brauchen wir denn für Erde? Was braucht man denn Erde? Okay. Das kann weg. Muss schon sagen, für was brauchten wir denn hier mal Erde? Ja, später vielleicht mal oder früher vielleicht mal, aber jetzt aktuell doch gar nicht mehr. Somit kann auch das weg und das weg. Das würde ich tatsächlich erst mal noch stehen lassen, bis der hier leer ist. Sonst kommen die da nämlich nicht mehr dran. Dann haben wir das auch.
Ja, was machen wir jetzt mit dem ganzen Schoberbobik hier? Das ist die Frage. Was machen wir mit dem ganzen euch? Okay, da müssen wir uns auch noch irgendwas überlegen. Hier würde ich aber jetzt tatsächlich nochmal hinbauen. Blue Pause, eine neue Produktion. Wir lassen auch diesmal mal ein bisschen wieder mehr Platz, dass die Autos da durchfahren können. Und zwar würde ich hier tatsächlich gerne hinbauen, die letzte Produktion von den Herstellern, Konstruktionsteilen. Hier würde ich gerne Konstruktionsteile hier bauen. Die würde ich da gerne bauen. Hat keinen Grund. Dünger, wo kommst denn du her? Ah, okay, alles klar. Alles klar. Aber warum gehst du hier durch? Okay, müssen wir gleich mal gucken, ob wir das nicht anders bauen. Ich baue den das hier erstmal alles auf. Dann gucken wir mal weiter. Die nehmen jetzt gerade tatsächlich die ganzen Rohstoffe immer vom Hafen, nehme ich an. Hoffe ich. Okay. Vielleicht werden die jetzt auch befüllt von denen. Müssen wir mal gucken, wie wir es da machen. Okay, haben wir ein Dieselproblem? Nee, ne? Nö, wir haben kein Dieselproblem. Weil die da oben, die sich die ganze Zeit beschweren, dass sie kein Diesel hätten. Was ist eigentlich aus unseren Solarzellen geworden? Habe ich mir schon fast gedacht. Solarzellen fehlen. Was fehlt dir? Poly fehlt dir. Haben wir da so wenig Produktion aktuell? Ist diese Anlage vielleicht zu klein gebaut? Also, natürlich ist die jetzt zu klein gebaut, wenn wir die hier alle versorgen wollen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 60 Poly bräuchten wir die Minute. Wir erzeugen hier gerade keine 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder wir produzieren 60. Okay. Wir produzieren 60. Oh. Warum haben wir hier keinen Sand mehr? Warum ist hier kein Sand mehr drin? Okay. Warum wird denn da kein Sand hingeliefert? Okay. Ja, ich glaube, wir müssten wirklich das hier mal neu machen. Also diese ganze Strecke hier. Allgemein einfach mal abreißen. Alles, was hier drin ist, einfach mal abreißen. Einfach stumpf wegreißen und neu aufbauen. Ich glaube, das werden wir auch dann in der nächsten Folge mal machen. Einfach stumpf das hier wegreißen. Wir haben ja jetzt oder so hier ein bisschen mehr Platz geschaffen. Okay, nicht wirklich. Ich hatte ja eigentlich schon gesagt, dass ich hier mehr Platz schaffen möchte. Somit würde ich das Lager hier tatsächlich gerne mal umbauen. Und zwar hierhin. Haben wir da die das Lager hierhin. Dann würde ich das und das einmal abreißen. Das abreißen. Wir haben gerade kein Problem damit. Das hier soll ja auch noch alles ein bisschen verschwinden. Also okay, wir können es noch nicht abreißen. Wir werden erstmal den ganzen Stuss da zwischendurch bauen. Okay, alles klar. Also wir werden es genau so machen. Das verbinden wir mit dem. Hier warten wir auf den Abriss. Dann würde ich ihn gerne
So, das wäre dann tatsächlich die erste Linie. Aber können wir halt noch nicht machen. Deswegen schließen wir es jetzt einfach an. Ist das der hier gewesen? Ja, ne? So, schließen wir den einfach an. Und dann haben wir hier so ein bisschen mehr Platz. Genau, die zwei Anlagen oder die drei Anlagen würde ich halt gerne noch umbauen. Einmal hier die Wartung. Und die Wartung, die würde ich nämlich hier gerne nebeneinander machen wollen. Das ist Punkt 1. Und dadurch, dass wir die Rampen jetzt ein bisschen weiter hier oben bauen, haben wir auch ein bisschen mehr Platz. So, hier lassen wir auch Platz diesmal, dass wir da einmal zwischenfahren können. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen. So Augenmaß oder was? Also so immer. Müssen wir mal gucken. Okay, ja, ich sage erstmal bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.